Ein spannendes Motiv, eine richtig gute Kamera und der perfekte Moment. Wenn all das zusammenkommt, sind Hobby- wie Profifotografen glücklich. Der vielleicht wichtigste Technikwandel passiert gerade bei den kostspieligen Kameras. Da geht's weg von den digitalen Spiegelreflexsystemen hin zu den spiegellosen Kameramodellen, und zwar mit Vollformatsensoren. Wer hat da die Nase vorn? Der Wettkampf unter den Herstellern ist groß. Sogar Panasonic, Entwickler der spiegellosen Systemkamera, geht bei seinen neuen Modellen neue Wege und kooperiert mit Leica und Sigma. Objektive und Kameras sind künftig bei diesen drei Herstellern flexibel kombinierbar. Auch Nikon mischt im Markt mit. Ende September kommt die Z7 in die Geschäfte. Mit knapp 5000 Euro für Body- und Standard-Zoom-Objektiv ganz schön teuer. Dafür bietet die Kamera auch einen Sensor mit der riesigen Auflösung von rund 45 Megapixel. Sie haben mir gerade gesagt, dass es jetzt auch bei Nikon ein neues Bajonett gibt. Was ist denn daran besonders? Es ist vor allem die Größe des neuen Bajonettes. Ich darf mal das Objektiv abnehmen, damit man tatsächlich sieht, was sich geändert hat. Hier haben wir jetzt den Bajonettdurchmesser. Das sind 55 mm. Das ist das größte verfügbare Bajonett im Markt für Vollformatkameras. Man sieht innen drin den Sensor. Vom Sensor gemessen bis zum Objektivrand, das nennen wir das Auflagemaß. Das sind nur 16 mm. Auch hier ist es ein Spitzenwert. Die beiden Dinge zusammen geben den Konstrukteuren die Möglichkeit, Objektive zu bauen, deren Qualität bis in die Bildecken reicht. Das heißt, in der Bildecke haben wir ein genauso scharfes Bild wie in der Bildmitte. Größer, schärfer, dicker. Auf der Fotokina wird mit Superlativen bei den neuen spiegellosen Systemen nicht gespart. Aber was bedeutet das eigentlich für die gute alte digitale Spiegelreflexkamera? Fotoexperten fällt die Antwort leicht. Sie ist in jedem Fall mal heutzutage etwas günstiger meistens, aber das zeigt auch schon, wo die Tendenz ist. Das sind die ersten Kameras, die aus dem Markt rausfliegen. Die haben das alte Bajonett, die haben die alten Objektive. Wenn ich auf Zukunftsfähigkeit setzen will, dann muss ich spiegellos jetzt kaufen, weil das ist der Trend, der da ist und der wird sich auch nicht wieder umkehren. Das hat wohl auch Canon erkannt. Als letzter Hersteller im Markt hat er sein spiegelloses Modell mit Vollformat herausgebracht. Wir haben halt gewartet, um zu gucken, dass eben Objektivkonstruktion, aber auch die Autofokustechnik für uns so gut ist, dass wir auch professionellen Anwendern sie dann auch uneingeschränkt empfehlen können, ohne jetzt letztendlich Kleingedrucktes in der Bedienungsanleitung reinschreiben zu müssen. Sie ist halt tatsächlich auf professionellen Nutzen ausgelegt. Was übrigens in der Branche immer mehr zusammenwächst, ist Fotografie und Video. Ob Profi oder Laie, selber filmen und das in bester Qualität macht einfach Spaß. Vor allem, wenn man dabei noch mittendrin im Geschehen ist. Das Unternehmen Human Eyes hat diese mehrdimensionale Kamera entwickelt. Das war cool. Ich war gerade in Tel Aviv am Strand. Tja, jetzt schon wieder auf der Fotokina. Machbar sind solche Videos mit dieser kleinen Kamera. Und zwar kann ich mit dieser Kamera 360-Grad-Filme drehen in 2D, aber es geht eben noch cooler, und zwar 180 Grad in 3D. Unsere Kunden machen gerne Bilder und nutzen dabei natürlich auch normale Fotokameras. Jetzt aber wollen sie ihre Eindrücke komplett miteinander teilen und dabei kreativ sein. Hierfür brauchen sie nur ihr Smartphone. Dann können sie das Video in den sozialen Netzwerken hochladen und sogar bearbeiten. Und noch ein Highlight gibt es in diesem Jahr. Mit Huawei stellt erstmals ein Smartphone-Hersteller seine Kameratechnik auf der Fotomesse aus. Wir haben einen Fünffach-Zoom zum Beispiel eingebaut, um bei einem Konzert näher ranzukommen an die Bühne, was vorher nicht möglich war. Wir haben außen einen 20-Megapixel Schwarz-Weiß-Sensor, wo ich also wirklich reine Schwarz-Weiß-Aufnahmen machen kann, ohne Filter, ohne alles. Wir haben einen 40-Megapixel Hauptsensor in Farbe. Es ist die Liebe zur Fotografie, die hier auf der Fotokina alle verbindet. Die technischen Mittel werden dabei immer ausgefeilter. Für Fotografen gibt es also auch künftig viel auszuprobieren.